Wir sind das Leuchten blau. Hey, euer Dog ist wieder am Start. Heute mit einer neuen Folge und heute zeige ich euch die neue Ladestation von Gaminger für eure PlayStation 4 Controller. Lasst uns das coole Ding mal anschauen. Heute habe ich für euch die coole Ladestation, die hat mich echt begeistert, als ich sie gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, okay, ich schaue sie mir mal etwas genauer an. Der ein oder andere Zuschauer hat auch schon nach dem coolen Ding gefragt, hat nach meiner Meinung gefragt, ob ich es schon getestet habe. An dieser Stelle liebe Grüße an Monsi, unser fleißiger Moderator auf Twitch, der immer mit dabei ist und die coole Laune verteilt. Letztendlich finde ich cool. Und wir gucken uns mal das Ding an und ich schau mal, ich denke, dass das meine neue wird, denn ich tausche sie aus. Denn mir persönlich gefällt sie besser, die hat nämlich echt coole Vorteile. Wenig reden, mehr machen und wir machen es jetzt mal auf und schauen mal. Gebrauchsanleitung. Ihr seht schon den allerersten Unterschied. Wir haben nämlich jetzt einen Adapter für die Steckdose. Das heißt, das ist das Coole dran. Wir müssen das Ding nicht mehr an unsere PlayStation stecken, weil ja nach einigen Monaten habe ich gemerkt, die Controller laden halt nur, wenn die PlayStation an ist. Entweder die PlayStation ist dauerhaft an und du zockst und lädst nebenbei deinen zweiten Controller auf. Was mich persönlich nach einer Zeit stört, weil die PlayStation läuft halt nicht ständig. Und wenn du jetzt gezockt hast, vielleicht auch noch, man spielt zu zweit, wie ich mit meinem Sohn, dann steht man da zum Schluss mit zwei leeren Controllern und muss die PlayStation in den Standby-Modus schalten, damit sie die nächsten zwei, drei Stunden deine Controller lädt. Diesen Stress haben wir nicht mehr. Wenn wir die Controller aufladen möchten, dann haben wir jetzt hier die Steckdose und fertig. Finde ich auf jeden Fall echt cool. Dann habe ich in meiner Hand, das ist das Coole, drei Dangles. Der Dangle ist eine coole Geschichte. Dazu komme ich gleich. Und ich denke, dass das mir jetzt viel mehr Spaß machen wird, den Controller zu laden. Sehr edel, glänzend, sieht sehr schick aus. Wir sehen hier vorne haben wir zwei LED-Lampen. Dann haben wir hier die Dongle-Punkte, dann haben wir hier den Anschluss für unsere Steckdosenadapter und hier Grip, 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 dass das ja nicht verrutscht. Und das Geniale ist es, bei der jetzigen Ladestation, die ich benutze, muss man die halt reinfriemeln. Und gestern hat mir ein Zuschauer geschrieben, hey Doc, irgendwie drückt es bei mir auch noch die Touchpads mit rein. Muss ich sagen, ist mir so nicht aufgefallen. Wenn du ganz, ganz, ganz genau hinguckst, siehst du wirklich, wie das Ding in der Station steckt und so ganz leichten Druck ausgeübt wird. Also wirklich minimal, das merkt man kaum. Sei es jetzt mal dahingestellt, okay. Der eine nutzt es und das ist eine weitere Option, die ich persönlich cool finde. Jetzt kommen wir zum coolen Dangle. Wir nehmen den Controller, ganz einfach, nehmen einmal den Dangle, stecken ihn da rein und das war's. Fertig. Und dann zocken wir. Das stört nicht, guckt nur ein bisschen raus. Wenn wir dann den Controller laden möchten, passiert nämlich eins. Das war's. Mehr nicht. Und wir schauen natürlich auch gleich noch, ob das so einfach funktioniert. Denn ich würde sagen, wir schließen es jetzt mal auch in die Steckdose an. So, wir sehen einmal, das seht ihr jetzt nicht, sobald es in der Steckdose steckt, leuchtet auf dem Adapter ein rotes Lämpchen. Das heißt, wir haben Strom da drauf. Hier passiert nichts. Und jetzt setzen wir einfach den Controller rein. Dann sieht das Leuchten blau. Er leuchtet. Ja,
Blau. Die Frage ist, was bedeutet blau? Vielleicht jetzt unten. Blau. Ihr seht natürlich einmal, in welcher Station bzw. in welchem Port was passiert. Die untere LED-Anzeige zeigt den unteren Port an, die obere den oberen. Jetzt setzen wir ganz normal hier unseren zweiten Controller drauf und ihr seht oben rot. Das heißt, der weiße, wenn er blau leuchtet, heißt es nichts anderes, wie er ist geladen. Wenn es rot leuchtet, ist er noch am Laden und so seht ihr das. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das einfach aus der Steckdose zu ziehen und fertig, eure Controller sind aufgeräumt. Und wenn er sagt, ja, ich will es geladen haben, letztendlich, dann steckt ihr wieder den Strom an und es leuchtet blau, rot. Für die, die jetzt eventuell fragen wollen würden, ja, passt da ein SCUF-Controller rein? Oh, ich glaube nicht. Also beide geladen, beide jetzt blau. Schwierig, glaube ich nicht. Ich finde die Lösung mit dem Dangle aber echt cool, denn zack, zack und das war's. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsständer für meine Controller. Bin begeistert. Beschreibung, wenn ihr diese lest, findet ihr den direkten Link zur Ladestation. Vielen Dank an Gaminger. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Doc. Ja.